I get my drink on and play ping pong with King Kong. Dinner time, hear the bell ring, ding dong. Got a snake bitch with a pink string on. Ja, hallo liebe Freunde der ungepflegten Unterhaltung, hier ist wieder euer Herr Razer. Heute mal mit was ganz anderem und zwar mit einem Unboxing-Video und zwar von dem Exklusiv-Merchandise-Pack von Modern Warfare von Call of Duty. Bekommen habe ich das Ganze aus dem Mediamarkt, aber ihr bekommt es natürlich auch auf der Seite www.hugecrate.com. So, und da wir kein schwuchtliges Taschenmesser zur Hand haben, nehmen wir dieses schöne Stück hier und schneiden das ganze Paket einfach mal aus. So. Kaputt machen. Können wir da nicht viel. Ich weiß schon, was drin ist. Steht ja auch alles schön vorne drauf. Das ist übrigens mein erstes Unboxing, also seid ein bisschen sensibel mit mir, aber trotzdem bitte Feedback liefern. Dann schauen wir mal rein. Wir haben erstmal Limited Edition Numbered Lithograph als erstes. Schauen wir da mal rein. Okay, sieht auf jeden Fall nice aus. Schönes, kleines Bild für den Bilderrahmen. Auch schön mit einer Nummer drauf. So, dann kommt uns gleich der Hut entgegen. Holen wir gleich mal aus der Verpackung. Ist natürlich für eine Tonaufnahme immer auch sehr schön, wenn das alles so knistert. Ja. Hat auf jeden Fall was für sich. Schauen wir mal auf die Verpackung, was es denn sein könnte. Oh, der Captain Price Buckethead. Auf jeden Fall nice für den Campingausflug. Schönes Gadget. Naja. So, was haben wir noch drin? Einmal frei, die Campingtasse von Call of Duty und wieder mit schönem Knisterpapier eingepackt. Kann man es lesen? Call of Duty Modern Warfare, Henkel zum Ausklappen, für den Tee im Gefecht. Optimal. Oh, hier. Property of Captain Price. So, oh, wieder schönes Knisterpapier. Könnte auch ein riesengroßes Tuch sein. Falls man das so schön sehen kann vielleicht. Mit halt so rum. Call of Duty. Und das soll dann, recht einfach gehalten, der Scarf sein. Sieht man es? Da oben sieht man es einmal frei. Kann man sich schön um den Hals hängen, das Teil. Hält zwar nicht besonders warm, aber wahrscheinlich in der Wüste den Staub ab. So, was haben wir noch drin? Ah, die Map-Karten von Call of Duty Modern Warfare. Von Shipman, Crash und Block. Ah, auf der Rückseite ist nichts. Aber ansonsten schöne Karten. Ihr seht's. Einmal frei. So. Ah, schauen wir mal drauf, was es ist. Ah, die Map-Cards. Also eine noch von den Map-Cards. Captain John Price. Kann man schon mal knicken. Sieht aber so auch viel schöner aus. Ich halte es mal ein bisschen näher an die Kamera. Wenn die Kamera das mitkriegt, dass ich das mal ranhalte. Jawohl. Ja, und schon ist die... Nein! Wir haben noch was. Was haben wir denn da noch? Genau. Sieht man's? Die Pin-Badge. Also eine Anstecknadel. Schauen wir mal rein. Naja. Die Kamera mag das nicht so. Auch wieder in schönem Knisterpapier verpackt. Die lassen wir mal da drin.
Ja, haben wir das erste Päckchen auch schon ausgepackt. Nice. Auch hier schön Call of Duty, ne? Merchandise-Pack. Kann man sich mal gönnen. Gibt's aktuell für 39 Euro im Mediamarkt eures Vertrauens oder wie gesagt auf www.hugecrate.com. Da sind nicht vergessen. Wieder rein den ganzen Spaß. Haben wir was Schönes für den Schrank oder je nachdem, wer ein neues Mützchen braucht oder ein Schal. Winter kommt ja bald, ne? So. Verpacken wir das Ganze mal wieder sensibel. Einmal frei. Ja, könnte man auch ein bisschen was verlosen davon. Wer Bock hat, schreibt es in die Kommentare. Das war's dann erstmal. Ich bin wieder raus. Euer Hellraiser.